Hallo Game-Freunde, alle Taxi-Freunde. Willkommen in meinem YouTube-Kanal Game Taxi. Mein Name ist Halil. Ja, bin der Taxifahrer aus Berlin. Ja, schöne, schöne Nachrichten habe ich für euch. Natürlich zuerst mit der alten Video über der Blick Driver App. Bevor ich jetzt mit der Blick Driver App anfange, möchte ich, dass ihr mich mal kurz mal abonniert. Ne? Sehr, sehr wichtig. Auch das Video bis zum Schluss anschauen, weil ich diese 3000 Stunden Wiedergabe für die YouTube muss ich das erfüllen. Also bitte schaut euch das mal kurz an. Weiter geht's mit der Blick Driver App. So ganz einfach. Blick Driver App hatte ja mal so eine Chatseite oder hat immer noch diese Chatseite. Und in dieser Chatseite wird halt viele illegale Angebote gemacht oder immer noch machen oder nicht mehr machen. Das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Aber diese Information, was zu mir kam, haben die immer gemacht. So, legal, natürlich bin ich auch dafür da, dass halt legale Angebote, wie zum Beispiel Fahrer wird gesucht oder Werkstattangebote und so weiter und so weiter. Ne? Dafür bin ich da, aber illegale, nein. So, natürlich habe ich dann auch was festgestellt, dass Blick Driver sozusagen hat auch ein eigenes App, ne, Blick App, und ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber der eigentliche Sinn, warum die Blick Driver App sozusagen auch eine Chat, auch eine Informationsstelle aufgemacht haben, ist ganz einfach, die wollten einfach die ganze Fahrer in ein Dach unter ein Dach bringen und alle Fahrer für sich selber sammeln, und von dort aus wollen die dann halt dann ihre Aufträge an ihre eigenen Kunden weiterleiten. Ja, ist okay, ist eine gute Strategie, aber mich interessiert das nicht. Ich mache auch keine Werbung für den. Die sollen einfach nur mal mehr aufpassen in ihrer Chatseite. Mehr möchte ich jetzt nicht. Nun, gute Nachrichten von der Labo. Endlich greifen die mal zu. Ja, muss auch mal sein, ne? Weil es geht nicht so, dass da einfach nur geschlafen wird und nichts gemacht wird. Wir haben wirklich einen dicken Hals bekommen. Nun, ich habe da vieles, die ich jetzt euch erwähnen möchte. Und zwar, Berlin lässt alle Uber, Freenow und Bolt Mietwagen auf Genehmigung überprüfen. Ja, das ist sehr, sehr gut. Endlich. Das wollten wir mal hören. Das war unsere Hoffnung gewesen, unsere Erwartung gewesen. So, in Berlin sind mindestens, aber das ist leider falsch, es sind mindestens über 2000 Autos ohne Konzession in der Plattform wie Uber, Bolt, Freenow buchbar. Leider buchbar. Ja, illegal, aber dafür können wir nichts. Dafür sind diejenigen, die in ihre Flotte das komplett gesammelt haben oder beziehungsweise reingetan haben. So, das Berliner Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, LABO, ja, lange Name, darum LABO, will sämtliche Mietwagen überprüfen, die über Vermittlungsdienste wie Uber, Bolt und Freenow angeboten werden. Das hat die Behörden am Donnerstag mitgeteilt. Die Prüfung soll demnach bis Ende April abgeschlossen sein. Ergebe die Prüfung, dass keine Genehmigung vorliege, würden die betreffenden Unternehmer und Fahrzeuge von der Vermittlung ausgeschlossen. Endlich, endlich, langsam musste was sein, aber es hat auch lange gedauert. Ja, was ist jetzt? Ganz einfach, LABO hat jetzt die ganze Auflagen, sozusagen diese ganze Daten mit den ganzen Konzessionsnummer an dieses drei Vermittler, Uber, Bolt, Freenow, gesendet. Hier, ihr habt hier diese ganze Daten drinne, die ganze Konzessionsnummer drinne, hier sind die ganze Kennzeichen drinne. Jetzt bitte abgleichen, kontrollieren, ob dieses außerhalb dieses Kennzeichen oder Konzessionsnummer andere Nummer drinne sind. Wenn ja, dann nimmt bitte das raus, schmeißt nicht irgendwo hin, sondern macht eine Anzeige, Strafanzeige, geht zu Gericht und sucht nach eure Rechte. Ob die das machen werden oder nicht, das wissen wir nicht. Ich sage, die müssen das machen, wenn die Eier haben, auf Deutsch gesagt. Die müssen das machen, weil das ist auch ein Ruf von denen. Entweder machen die oder nicht. Wenn nicht, dann haben die selber Probleme. Aber wenn es das nochmal sowas passiert, dass so eine illegale Autos wieder reinkommen in ihre Flotte, dann denke ich mal, dass bei der nächsten Mal der komplette Internet geschnitten wird. Die werden keine Aufträge mehr in Deutschland reinsetzen. Es reicht. Sowas könnt ihr nicht hier machen, Jungs. Illegal, illegal, illegal. Nein, nicht illegal. Legal, Jungs. Immer legal arbeiten. Nun, hat dann Uber auch dann auch sofort reagiert, hat sofort auch an die ganzen Unternehmer
Alle, ob es legal ist oder illegale Unternehmer sind, hat allen eine Nachricht geschrieben, eine Nachricht geschickt, eine Nachricht gesendet. Und zwar heißt es drinne: Es ist wichtig, ich lese mal aus dem Handy, sorry. Es ist wichtig, dass du diesen Dokument schnellstmöglich, jedoch spätestens bis Mittwoch, den 20. März, also noch 4 Tage haben die Unternehmer Zeit. Damit wird sichergestellt, dass du ohne Unterbrechung Fahrten über die Uber-Plattform vermittelt bekommst. Okay, bitte beachte, dass deine Flotte nach dem 20. März 2024 nicht mehr online gehen kann, sofort, sofern das erforderliche Dokument nicht hochgeladen wurde. Also, illegale Unternehmer werden das überhaupt nicht hochladen, eine Falle machen und selbst reinfallen. Welche Illegale würde das machen? Habt ihr auch in einer Kommentar, in einer Facebook-Gruppe auch das gelesen, dass zum Beispiel in der Flotte von Uber die alten Firmen ihre Konzession, wenn abgelaufen ist, immer noch weiterarbeiten könnten? Normalerweise, wenn ein Konzessionsnummer zu Ende ist oder zu Ende gegangen ist, muss normalerweise das System den Unternehmer ein SMS oder ein E-Mail schicken, dass der Wagen seines Konzessionsnummer abläuft. Das heißt, du musst wieder einen Neuantrag stellen bei der Labo. Ganz einfach mit dieser Labo-Geschichte. Du bekommst von der Labo eine Konzessionsordnungsnummer. Das ist so eine DIN A4 gelbe Papier. Oder bei blauen sind das halt Mietwagen. Und das musst du halt dann bei den Vermittler abgeben. Da steht halt dein Gültigkeitsdatum. Und mit dieser Gültigkeitsdatum kriegst du dann halt dann von der Flotte, sozusagen von dem System, wieder eine Neuerteilung. Okay? So haben die auch sehr viele festgestellt, dass in deinem System viele abgelaufene Autos weitergearbeitet haben. Dann erzähl uns nicht, dass dein System super, super geil ist, super, super schön ist, dass ihr der Beste seid. Ihr seid nicht in meinen Augen die Besten. Ihr seid illegal nach Deutschland gekommen mit ihrer Uber Pop und dann immer noch Uber Pop weitergemacht, bis ihr dann die rote Karte bekommen habt von den Behörden. Dann habt ihr Uber X gemacht. Okay? Und das ist halt euer Problem. Ihr erzählt dann immer, ja, wir machen was Schönes, wir machen immer das Beste. Ihr macht gar nichts in meinen Augen. Ihr macht nur Probleme. Ihr seid die Heulbubis in meinen Augen. Ihr heult die ganze Zeit. Mach mal die Pipi hier weg, okay? Und geh mal woanders heulen. Aber nicht bei uns. Macht erstmal eure eigene Flotte sauber, okay? Macht euer System sauber, okay? Arbeitet mal legal. Dann werdet ihr sehen, wie euer Algorithmus oder eure Analyse für die Kunden arbeiten werden. Ob es noch billig wird oder teuer wird. Dazu kommt später auch noch so ein ganz anderer Tarif wie Mindesttarif. Immer mit der Zeit. Aber zuerst, ihr müsst eure eigene Flotte mal sauber machen. Und wer überhaupt schwarz bei euch geschnappt wird, geht mal einfach direkt zu Gericht und dort könnt ihr eure Strafanzeige erstellen und vor der Gericht euch mal gegenseitig mal beschulden. Okay? Ja, nun, natürlich noch ein Thema, sehr, sehr wichtig. Bei Mietwagen muss es irgendwie auch einen Stopp kommen, ne? Konzessionsstopp. Weil es sind zu viele Konzessions unterwegs. Normalerweise gibt es eine Vorschrift 25% Regelung. Diese 25% Regelung, viele denken, dass es halt über Konzession läuft. Sozusagen, wenn in einer Stadt 100 Taxis gibt, dürfen nur 25 Mietwagenautos auf dem Markt sein. So dachten wir. Aber eigentlich ist es nicht so, sondern es sind über Aufträge. Okay, wenn ein Taxiunternehmer oder beziehungsweise eine Taxizentrale 100 Aufträge an die Taxiflotte gibt, dürfen zum Beispiel nur 25 Aufträge an Mietwagen gehen. Aber inzwischen sind so viele Aufträge von den Mietwagen wie Uber und so weiter, dass die halt zu viele Aufträge auf dem Markt sind. Also darum sage ich Konzessionsstopp für Mietwagen. Der IHK, der Dr. Kade, ganz genau, Dr. Kade, der fordert einen Mietwagenstopp. Ich fordere auch einen Mietwagenstopp. Es reicht, es sind zu viele unterwegs. Die dürfen nicht als Discountpreis, sondern einen Limousinenpreis anbieten. Okay, natürlich wird es später auch ein Mindesttarif kommen. Auf jeden Fall keine Gnade. Wir wollen alle einen ehrlichen Tarif haben. Jede das gleiche. Mietwagen, wenn die teurer machen, ist ihre Sache, aber nicht darunter. Also, wenn euch das Video gefallen hat, hey, bitte Jungs, Mädels, Ladies und Gentlemen, bitte einmal Like geben. Kurz noch zu meiner anderen Videoart. Wie ihr wisst, heißt ja mein YouTube-Kanal Game Taxi. Ich mache Game-Spiele und Taxi-Videos. Sozusagen, ich präsentiere auch Game-Videos. Spiele natürlich nicht nur ein Spiel, sondern auch mehrere Spiele. Ich bin Twitch-Experte.
immer ab 23 Uhr, immer live. Ihr könnt mich dort auch folgen und bitte einfach einmal Like geben, einmal abonnieren, auch in YouTube. Also passt auf euch gut auf. Vielleicht sehen wir uns auf der Straße mal.